Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers auf The Northern Way of Life aus Uschatz. War das richtig? Jo. Ich glaube ja, Uschatz, ne? Uschatz ist, ja, der Digi-Held, den habt ihr gerade gehört und ihr seht ihn auch. Aber zu dem kommen wir gleich, denn erst haben wir die Computerstimme Eve am Start. Hallo! War doch richtig, ne? Eve oder Eve? Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ich fand die Computerstimme fand ich cooler. Aber naja, gut, egal. Ich muss mich dem der neuen KI beugen. So. Wer sich da beugt, ist der Held, der Herr Digi-Held. Ja. Und ich verneige mich vor dem Publikum. Guten Tag und hallo. Immer dem Publikum unterwerfen. Euer Applaus ist unser täglich Brot. Oh Gott. Stellt mir vor, man könnte wirklich hören, dass Leute irgendwie applaudieren. Saßt du schon mal vor YouTube oder so und hast applaudiert? Nee, das ist mir jetzt persönlich noch nicht passiert. Okay, dann mir auch nicht. Dann mir auch nicht. Sonst wäre mir das jetzt unangenehm. Ja, wie ihr seht, sind wir auf dem Mond. Der Mond ist grün. Wir haben das Offscreen mal eben erledigt und bereiten jetzt die Rakete darauf vor, ja, weiterzufliegen. Ist doch richtig, ne? Hat alles geklappt. Ja, genau. Wir können jetzt weitermachen. Okay. Ja. Ab zum nächsten Spiel. Oh Gott. Ekeni hat gesagt, guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Ekeni. Ja, moin. Ich muss gerade überlegen, wer das ist. Vorhin noch gesagt, ich vermisse ihn. Jetzt ja, eben. Ich auch nicht mehr. Das war echt gerade so, hä, den kennst du doch. Wer war das denn nochmal? Ja, Tag. Ja, so schnell ist man hier nämlich raus aus dem Geschäft. Ja. Der Deva Strolchi sagt auch guten Morgen zu Erkenia. Der Deva Strolchi. Krautoffel, guten Morgen. Und Erkenia schreibt, na, wie geht's euch denn? Alles frisch? Habt ihr schon ein paar Crashes verpasst? Oh, hab ich schon ein paar Crashes verpasst? Nein. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ich auch nicht. Ich hoffe nicht, dass er von meinem Gekreische redet, als ich abgestürzt bin. Als das Mikrofon kurz leiser wurde. Alles auf YouTube zu sehen in den vorherigen Folgen. Genau. Wer es verpasst hat, schade. Aber dafür nehmen wir das ja auf. Ja, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Kann ich dir irgendwie helfen? So ein bisschen mit Stahlplatten oder was? Ja, du kannst die Dinger, die ich hier gerade setze, fertig schweißen. Das kriegen wir. Oder brauchst du noch ein paar Ressourcen? Soll ich irgendwas einsammeln gehen? Also bis jetzt wüsste ich nicht. Bis jetzt habe ich eigentlich alles. Okay, klingt doch gut. Ich habe mal eine Frage an die männliche Zuschauerschaft. Und zwar, kennt ihr irgendwie gute Produkte für den Bart? So Bartpflegeprodukte. Oder hast du vielleicht sogar was, Digi? Ja, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Also, was für ein Schaf gut ist, kann für dich nicht schlecht sein. Hast du denn Produkte für ein Schaf? Nein, das war jetzt so dahingesagt. Ich wollte halt ein bisschen Scheiße, das bin ich voll raus. Ja. Haha. Das würde mich mal interessieren. Ich bin da auf der Suche und ich bin mir immer nicht so einig. Und das ist alles nicht so billig und deswegen kauft man ja auch nicht auf Verdacht. Deswegen, vielleicht hat er einer was. Weißt du, eine Schermaschine kriegst du auch schon für 8 Euro. Ich will doch keine Schermaschine, ich will irgendwas, dass er nicht so trocken ist. Hast du dir schon mal einen Spiegel geguckt? Natürlich willst du eine Schermaschine. Nein. Ich hab mir vorgenommen, ein Jahr lang jetzt den Bart wachsen zu lassen. Ne, echt? Ja. Alter Vater. Bis ich auf der Baustelle irgendwie in der Bohrmaschine hängen bleibe oder sowas. Ne, mal schauen, so ein bisschen Bart. Bauen, hätte ich fast gesagt. Bart wachsen. Die Bohrmaschine dann kaputt ist, weil sie die Zähne ausgebissen hat an den Haaren. Ich habe schon mal, meine Mom hat früher, hat sie uns die Haare selbst geschnitten und da habe ich dann mit meinen Superheldenhaaren habe ich dann dieses Gerät kaputt gemacht und ja. Seitdem haben wir das dann nicht mehr selbst gemacht. Die hat richtig so von hinten, ich habe glaube ich sogar diese Kerbe immer noch in der Frisur. Hat sie hinten angesetzt und am Hinterkopf hoch und dann war vorbei. Oh Gott. Ja. Scheiße, das ist auch doof. Okay, wir müssen alles nochmal abbauen. Alles nochmal abbauen? Das krieg ich alles nochmal abbauen! Was schade ist, weil ich bin voll. Kein Grund für Traurigkeit.
Der Deber hat für Erkenniak geantwortet. Präsentiöse Gespräche, Dichtkunst und skillgesegnetes Pro-Game. Nein, das nicht! Meinst du mich oder sie? Und der Deber sagt was zu Deluxe, der Bart einfach nicht austrocknet lassen. Danke. Mach ich. Nicht! Du sollst es nicht tun. Ach, nicht austrocknen lassen. Das Problem ist, dass Dreys Bart nicht austrocknet, sondern alles drumherum. Das auch noch, ja. Die Welt trocknet aus. Ich trockne mit meinem Bart die Welt aus. Ich hänge ihn in und dann ist alles weg. Haben wir eigentlich schon aufgenommen wieder? Ja, wir nehmen immer noch schon wieder auf. Immer noch schon wieder? Okay. Da gibt es so eine Folge bei jetzt habe ich denselben Fehler zweimal gemacht. Seven Days to Die. Ja. Und die Folge heißt... Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall irgendwie sowas wie die Folge, die es nicht gibt. Ach, weil das da ist ich nicht die Folge, die du gesehen hast. Nee, die gibt's auch. Achso. Da habe ich halt am Ende gesagt, hier, lass mal irgendwie Schluss machen. Und da hast du gesagt, wieso, wir haben doch gar nicht angefangen. Echt? So hört die Folge dann auf. Und dann so, echt? Und dann Aufnahme beendet. Sehr gut. Ja. Das finde ich cool. Das ist, wenn die Aufnahmeleitung schläft. Wir müssen uns echt mal, wir brauchen erstmal Assistenten, die für uns spielen. Ich finde auch welche, die für uns reden. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und dann eine Aufnahmeleitung, eine Regie. Ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht mehr alles selber machen. Oder was? Spielen auch nicht? Gar nichts. Ich möchte damit überhaupt nichts mehr zu tun haben am besten. Findest du nicht so gut? Na, keine Ahnung. Also, für mich ist das ja kein Unterschied, ob ich jetzt mit dir oder deinem Assistenten spiele. Genau, eben. So. Oh, ich kann das immer noch nicht hier setzen, Alter. Das ist doch nervig. Was willst du denn da setzen? Setzen 6. Wieso überhaupt? Wieso überhaupt? Hä? Ach, der Dieber sagt, ess nie eine Wassermelone, da bleibt das ganze Gesicht frei. Ja. Und der Kenyak sagt, und dann hat er immer so schönen roten Klumpen noch im Bart. Die halten dann noch länger als vorher. Gut, vielleicht muss ich mir doch so eine Schere besorgen und den ganzen Kladderadatsch abrasieren. Das ist nicht witzig. Doch. Nein. Doch. Nein. Okay, du probierst anscheinend noch ein bisschen, ne? Ja. Das sind jetzt die Ionen-Thruster, ne? Kleines Triebwerk, ja. Genau. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird letzten Endes doch größer, als du anfangs gedacht hattest, oder? Nein, das ist also auf den Millimeter genau das, was ich erwartet Exakt habe. Exakt so? Ja. Okay. Ja gut, dann hat mein Eindruck getäuscht. Aber sowas von... Hat sogar mich getäuscht. Ich hatte auch den Eindruck. Siehst du? Seltsam. Eindrücke. Reindrücke. Uah! Niemals dem Digi im Weg stehen, das ist nicht so gesund. Ja, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge gesehen. Vor dieser Session. Da war hatte das, Digi einen kleinen Aussetzer. Hey, Dre ist über mir. Was aber passiert eigentlich, wenn ich Leertaste drücke? Ich habe das nicht hingekriegt, ich habe das nicht mehr geschafft. Ich wollte das aufnehmen und das oder das war ja nochmal auf Twitch, ne, ganze Zeit lang zu sehen. Und ich wollte das eigentlich, wollte ich das so als Trailer nochmal zeigen, weil das so geil aussah, wie du da halt irgendwie so über eine halbe Minute ja. so als Leiche praktisch runtergefallen bist. Kann ich nicht drüber lachen. Das ist echt schade, dass ich das nicht mehr geschafft habe, das irgendwie aufzunehmen. Ja, nö.
Oder hast du das zufällig? Nee, du hast das ja aus deiner Perspektive, ne? Ja, selbst da habe ich es rausgeschnitten. Kann ich nicht drüber lachen. Ja, das... Ja, das ist schade. Zurück zu Drehs Bartproblem. Der Deba schreibt, Problem erkannt, Problem gebannt, wir haben es einfach drauf, Erkenia. Und Erkenia antwortet, Dream Team eben. Da haben sich echt zwei gefunden, ey. Aber die haben ja auch absolut recht. Die wollen ja auch nur helfen. Also. Na, manchmal bin ich mir da nicht so ganz sicher. Stahlplatte. Was sagte mein... Okay. Wasserstoff ist noch da. Oh. Ich wollte gerade einen blöden Vorschlag machen. Ich mache ihn jetzt trotzdem. Wollen wir nicht einfach schon mal in Orbit fliegen und von da aus weiterbauen? Nein, wir wollen doch irgendwie so richtig mit Start, Landung zum Mond und so. Das wird wahrscheinlich sogar eine ganze Folge dauern. Aber keine Stahlplatten mehr? Doch. Mach keinen Scheiß. Wir haben auch noch Stahlplatten oder was? Also ich habe noch 800 Stück. Wo brauchst du welche? Wenn du was rausnimmst, dann produziere gleich nach am besten. Okay. Klick, 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 klick. Weil dann ist dann haben wir immer sowas konstant da, weißt du? Mhm. Was ist das denn wieder für ein Geräusch? Seit wann wird in Stahlplatte nicht mehr mit 2a geschrieben? Ist doch gelogen. Darf ich nicht sagen. Finde ich auch cool, es sind ungefähr 0 Stahlplatten da. Ja, irgendwas stimmt da nicht so richtig, oder? Wieso? Nur so. Vor allem ist das irgendwie nur bei Stahlplatten, oder ist das auch bei anderen Sachen? Keine Ahnung, das wird jetzt irgendwie. Ich hab da auf nirgends geachtet. Ich dann auch. So, das kann ja bald losgehen, ne? Ist ja bald soweit hier. Ist bei Weihnachten, ne? Wenn du möchtest, kannst du auch schon mal ein Dings aufbauen. Was ist ein Dings? Eine Raffinerie, eine Krankenstation und ein Assembler. Ach so, um die Teile dann in Dings zu packen. Genau. Die wir dann ja komplett haben, weil wir hatten das ja schon mal aufgebaut. Damit wir nachher nicht im Weltall dastehen und sagen, Scheiße, wir haben die Herstellungskomponenten vergessen. Ja, gut, das stimmt. Was war das? Krankenstation? Assembler? Oh, schreibt ihr das da lieber nochmal auf? Ah. Ja, jetzt das du aha. Nee, und im Weltall sagst du dann, tut mir leid. Nee, das wirst du nicht erleben, dass ich mich entschuldige. Okay. Soweit kommt das noch. Der Deba will was sagen. Nee. Sagen. Warum kauft Dreh nicht einfach was im Geschäft für den Bart? Gibt's doch bestimmt irgendwas. F-Bart. Du hast einen Arbeitskollegen probiert. Ja, das ist Ding wieder ist ja online. Das Ding ist ja, irgendwas kaufen ist immer so eine Sache. Du weißt ja nie, was taugt. So, ich habe jetzt hier Krankenstation und Montageanlage. Was willst du noch? Raffinerie, ne? Raffineriert. Und noch irgendwas? Container. Nee, Krankenstation, Raffinerie und Assembler. Und dann brauchen wir noch Sauerstoffproduktion. Ist die Montageanlage nicht der Assembler? Raffinerie, Krankenstation und Assembler. Danke. Und dann brauchen wir noch Sauerstoffproduktion. Da reicht ja der Generator, ne? Einen Tank brauchen wir nicht. Ist das so? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Geht um die Sauerstoffflaschen, ne? Erstmal ja, ne? Damit wir halt da irgendwie, ja. Das ist cool, wenn wir da halt so mit Sauerstoffflaschen durch die Gegend laufen müssen und.
Und dann halt irgendwie auf den Planeten spawnen müssen, weil doch irgendwas mit der Krankenstation nicht stimmt. Dann sollte das aber passen. Weiß nicht gemacht. Ich baue den Scheiß einfach mal hier so in die Ecke, ne? Genau, baue den Scheiß einfach in die Ecke. Was wollte ich noch? Ich wollte in das Schiff. Dieses Schweißschiff ist sehr nützlich, wie ich feststellen durfte. Vielleicht nehmen wir das mit. Damit ankleben. Ja. Bisschen Panzerband und dann geht das schon. So kann ich das nicht da irgendwo. Zu Thema Bart. Der Deber schreibt noch, teste doch einfach aus, was am besten für dich ist. Nivea vor Dreh. Und der Erkenniak sagt, hallo. Hi. Kratos. Hi, Kratos, hallo. Hier, dein Skype-Account geht hier gerade die ganze Zeit online. Machst du Werbung für dich? Achso. Vielleicht sieht er das dann ja gleich. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwie gestreamt wird. Weil das ist ja ein anderes Overlay. Es kann sein, dass das gar nicht mit dabei ist. Aber ich kann halt nicht dafür garantieren. Der Deber schreibt, baut eventuell auch ein Oxygenfarm und eine Solarzelle, damit ihr im Weltall versorgt seid. Ja, mit seinen Solarzellen. Okay. Ne, wieso Kratos? War das Deber? Ja, Deber. Ne, wir starten erstmal mit Atomkraft. So. Solarzellen ist was für den fortschrittlichen Geist. Da sind wir aber, wir sind ja noch nicht mal da. So. What? Wir haben kein Eisen mehr? Ne. Hab ich doch gesagt. Wann hast du das gesagt? Ne, achso, ich dachte Stahlplatten. Entschuldigung, ich hab das jetzt verwechselt. Das kann jetzt nicht sein. Das ist doch Quatsch. Quatsch. Das ist Quatsch. Das zieht sich das nur nicht rein. Alter, zieh dir das rein. Take this. Keys. Wie heißt das denn mal? Schweiße, ne? Was heißt so? Das Schweißschiff. Sag ich nicht. Doch. What the fuck? Was fehlt denn dem Baum? Kann ich das nicht zu Ende schweißen? Achso, das ist die doch bei der Linie nicht. Der Deber sagt, Nivea ist wirklich ganz gut. Kommt aber immer auf die Haut an. Was ist das denn für eine Aussage? Naja, Drays Oberfläche würde ich nicht als Haut bezeichnen. Eher so als Reibeisen. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal alle so gemein zu mir sind. Weil du es abkannst. Du bist doch einer von den Harten. Boah. Doch. Und Kratos sagt, ja, der Deber bin ich ja nichts anders gewohnt. Und Deber sagt, ich bin immer freundlich. Und Deber schreibt Sozialzelle. Das war die Fehler von Computerstimme. Computerstimme macht keine Fehler. Doch. What the fuck? Sozialzelle. Was meinst du mit Sozialzelle, Deber? Will er mich einsperren? Was passiert da? Bist du gerade an meinem Assembler zugange? Ist das deiner? What? Entschuldigung, Abbruch! Tut mir leid, das wollte ich nicht. Das erklärt aber trotzdem nicht, warum das nicht funktioniert. Also, bei mir funktioniert das ganz... Und wieso mache ich hier gerade Herstellungskomponenten? Weil du an meinem zugange warst. Aber die sind schon vorher hier. Ja,
Genau, weil ja in meinem schon Stahlplatten liefen, habe ich dann in deinem Herstellungskomponenten reingedrückt. Ach so. Ja, warum beschwerst du dich dann? Ich beschwere mich gar nicht. Ich habe mich nur beschwert. Ich habe nur gerade, ich bin gerade in dem Assembler drinne von mir und wundere mich, warum er die Stahlplatten nicht baut. Und dann auf einmal kam da was, ich weiß gar nicht, was alles da auf einmal reinkam. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich raff das nicht. Warum geht das nicht? What? Wenn ich... Was zum... Ich habe mich doch gerade extra neu eingeloggt und alles. Hast du schon wieder so ein komisches Strobokopplicht oder was? Nee, ich habe ganz komisches Synchronisationsgedöns. Ich baue jetzt bei mir... Also hier sind noch Triebwerkskomponenten in meiner... In meinem Assembler als Produktion, in der Produktionswarteschlange. Die kriege ich nicht raus. So, jetzt habe ich einfach mal Stahlplatten angedrückt. Und für jede Stahlplatte, die ich andrücke, geht ein Triebwerkskomponente raus. Aha, also ich, ich sehe zwar, dass du immer eine Stahlplatte produzierst, aber die Warteschlange ist leer. Ne, jetzt zeigt er bei mir an, dass die Dinger produziert werden. Aber es werden nicht weniger. Also, die gehen in der Produktionsschlange nicht runter. Während sie im Inventar schon voll da sind. Ich glaube, ich sollte mal einmal neu reloggen. Ach, scheiße, wir brauchen Platin, Chef. Platin auch das noch. Hast du schon mal irgendwo Platin gesehen? Ja, zuletzt bei mir auf der PlayStation. 100 Stück mittlerweile übrigens. Vielen Dank. Vielen Dank. 100 Stück. Die 100. war Unravel. Ja. Platin müssen wir holen, sagst du? Dann gehen wir auf die Suche nach Platin, wa? Ja, aber mich munkelt, dass man irgendwie auf Planeten kein Platin findet. Quatsch. Echt jetzt? Ja. Das wäre ärgerhaft. Der Deber schreibt, Ewe ist jetzt ein voll ausgebildeter KI. Da macht man Fehler. Ewe hat statt Solarzelle versehentlich Sozialziele vorgelesen. Zumindest hat er sich so angehört. Und Grato schreibt, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wann ich mein Brot in den Ofen geschoben habe. Das sind so die Informationen, die man unbedingt in den Twitch-Chat schreiben muss. Ja, aber Kratos, ich kann dich beruhigen. Du kannst die Zeit an der Dunkelheit des Brötchens ablesen. Und Deva sagt, sei froh, dass du nur Brötchen und kein Braten in den Ofen geschoben hast. Ja, genau. Apropos, finde ich irgendwie witzig, dass irgendwie Deva irgendwie meiner KI unterstellt, dass sie Fehler macht. Ja, und dann halt irgendwie, aber danach dann halt sagt, sie hätte Sozialzelle gesagt, obwohl da tatsächlich Sozialzelle steht. Ne? Ich meine, der kann sie ja nichts dafür, wenn du dann Sozialzelle statt Solarzelle schreibst. Ich möchte das nur nochmal sagen, nicht, dass irgendwie Computerstimme verwirrt ist, ja? Ich beschütze meine Computerstimme. Eve. Ist das nicht irgendwie so ein Weltraumspiel, Eve Online? Ich werde mal eben neu einloggen. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch alles richtig gemacht. Computerstimme hat hier ganz komisch rumgezuckt. Sowas, ja, log du mal neu ein, aber willst du nicht noch eine Minute warten? Weil dann wäre der Teil vorbei. Na gut. Wie kriegen das nicht? Platin auf dem Planeten? Ich glaube, wir finden kein Platin auf Planeten. Oder? Ich hoffe, du fragst nicht mich gerade. Doch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Frag Deva oder Google oder so. Wieso findet man denn kein Platin auf Planeten? Ich weiß es nicht. Aber also laut meinem GPS haben wir noch kein Platin gefunden. Was sagt denn dein GPS? Achso, warte, da kann ich ja gleich so nachgucken. Wo war das da? Nö. Ja, dann gibt's auch keine Ionentriebwerke. So einfach ist das. Haben wir nicht, kriegen wir auch nicht wieder rein.
Die werden dann fertiggestellt, wenn wir dann im Weltall sind. Und solange sind wir manövrierunfähig? Ne, wir haben ja noch immer noch die Wasserstoffantriebe. Ach, die gehen dann auch. Ja, ich wollte die halt nur so wenig wie möglich einsetzen. Aber du kannst sie ja, das ist auch gar kein Problem. Hauptsache, wir haben nachher noch genug Sprit zum Bremsen. Also, so. Wir haben auf jeden Fall 100 Tonnen, ich glaube 140 Tonnen sogar Eis hier. Und wenn sich das nicht in Hydrogen umwandeln lässt, der reicht, dann müssen wir mehr holen. Der Deber behauptet hier tatsächlich, dass da beim ersten Mal Solarzelle stand. Aber das kann nicht sein. Eve macht keine Fehler. Kann nicht sein. Auch wenn sie hier nickt und stumm doch sagt. Ja, ob da wirklich Sozialzelle stand oder auch nicht, das sehen wir, wenn das Licht angeht oder der nächste Teil beginnt. Denn dieser Teil ist vorbei und wir werden dann halt hier auf Twitch nochmal diese schöne Röhre ins Nirgendwo begutachten, während ja, der nächste Teil anbricht. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen und viel Spaß auf YouTube. Ciao. Sure.